Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist etwas ganz Besonderes, denn dieses Video schließt den Kreis zwischen den ersten Anfängen auf YouTube und den 10.000 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte es nicht geglaubt. Es ist schon ein bisschen unheimlich. Also ich habe die 1000 total gefeiert. Könnt ihr nochmal gucken? 1000 Abonnenten. Das konnte ich kaum aushalten. Jetzt habe ich 10.000 Abonnenten. Und ich fasse es nicht. Es ist toll. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, die ihr mich abonniert habt, die ihr meine Videos schaut, die ihr Kommentare schreibt, die ihr Kritik äußert. Danke dafür. Das hat mich hier hochgebracht. Das hat mich auf 10.000 Abonnenten gebracht. Es ist der Wahnsinn. Ja, und deswegen heute ein besonderes Video. Wir schließen den Kreis zwischen dem ersten Erifizier-Video, was ich gemacht habe, uraltes Video, und heute Erifizieren im Detail. Viel Spaß beim Zuschauen. Um nun meine Rasenfläche zu erifizieren, muss ich auf folgende Dinge achten. Erstens, der Boden sollte nicht zu stark ausgetrocknet sein, sondern er sollte ein bisschen feucht sein. Es hat in den letzten Tagen immer mal wieder heftig geregnet. Es gab ein paar heftige Gewitter. Das ist sehr gut. Dann mähe ich relativ tief und dann wird gelocht. Dann werden die kleinen Zapfen, die kleinen Pellets, die Bohrkerne oder die Stanzkerne werden dann aufgesammelt. Das kann man machen. Es gibt auch Greenkeeper, die sagen, man kann die Kerne liegen lassen. Dann werden die mit dem Besen zerkleinert, zerteilt und dann wird nur noch oben die Grasnarbe weggeblasen, also die Gräser, der Rasenfilz, der wird dann oben weggeblasen. Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt auch viele, die sagen jetzt mittlerweile, man sollte erst sanden, also erst die Fläche mit Sand bedecken und dann erifizieren. Der Klassiker ist, ich loche erst, sande dann und bürste dann den Sand in die Löcher rein. So werde ich das heute machen. Man sollte vorher gedüngt haben, damit der Rasen wieder schnell und kräftig nachwächst. Man könnte auch noch zusätzlich nachsehen, mache ich jetzt alles nicht, aber das sind noch Möglichkeiten, die man dann individuell entscheiden kann. Okay. Ja, das ist ganz, ganz einfacher Sand aus der Kieskuhle. Dieser Sand ist gewaschen und noch feucht, also der ist richtig feucht. Der ist mit bis zu 2 mm gesiebt. Ja, noch relativ feine Anteile und hat so ein paar gröbere Steinchen. Ja, da sind schon mal so Steinchen größer 2 mm durchgerutscht. Das ist aber okay. Das ist ein schöner Sand. Ich hoffe, wenn der richtig trocken ist, dass er auch gut rieselt. Können wir mal was von der Oberfläche hier abziehen. Also ja, er rieselt gut. Das ist ganz wichtig, damit er schön in die Löcher rein rieselt, die wir jetzt gleich in den Boden stanzen werden. Idealerweise nimmt man für das Erifizieren getrockneten Quarzsand, 0,2 bis 1,4 mm Korngröße, gewaschen und getrockneten Quarzsand. Das ist der perfekte Sand für das Erifizieren. Ist auch sehr teuer, so ein Sand. Da habe ich vor vielen Jahren schon für die Tonne 100 Euro bezahlt. So ein einfacher Sand aus der Sandkuhle, da zahlt man so 5 bis 10 Euro die Tonne. Also ist überhaupt kein Vergleich. Erifizieren heißt, ich stanze Löcher in den Boden, 8 bis 10 cm tief. Und die Löcher variieren so zwischen 12, 16, 18 mm Durchmesser. Ich habe einen alten Erifizierer aus dem Jahre 1995. Und diese Maschine zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr nun meinen Erifizierer. Der besteht aus zwei Teilen. Vorne ist eine Zugmaschine dran, so ein Einachser von Kubota TF752. Der hat ungefähr 4,3 Kilowatt Antriebsleistung und zieht 2,5 Tonnen. Eine relativ kräftige Zugmaschine. Baujahr 1994. Und hinten dran,
hinten dran ist der Aerifizierer von Vertidrain, eine Firma, die es heute noch gibt, Vertidrain. Ich habe dieses Gerät vor vielen Jahren bei eBay geschossen, ein super Schnapper war das, war so eine Aktion von einer Gärtnerei aus der Nähe von Köln. Und die wussten mit dem Ding nicht richtig anzufangen, das hat immer nur rumgestanden, kaum benutzt. Und da habe ich 1040 Euro damals für bezahlt. Das war ein mega Schnapper. Also heute kostet eine Maschine locker 10.000 Euro. Wenn man so eine ganz, gibt so ganz kleine Aerifizierer, ähnlich wie so ein Rasenmäher, die liegen auch so bei 3.000, 4.000 Euro. Ja, cooles Teil. Diese Maschine sticht 330 Löcher pro Quadratmeter. 330 Löcher. Und das sind die Spoons. Genau, das sind die Hohlspoons, das sind die Vollspoons. So sehen die Dinger aus. Und jetzt messe ich nochmal nach hier. Der hat hier 12 mm. Wenn ich natürlich einen Vollspoon nehme, dann verdränge ich nur den Boden. Das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollen. Der Boden ist schon verdichtet. Ich steche rein, ich drücke nochmal auseinander. Dann habe ich zwar da, wo das Loch ist, eine lockere Stelle, aber der Boden drumherum ist noch stärker verdichtet. Deswegen Hohlspoons. Der hat jetzt einen Durchmesser, hier oben mal gemessen, von 16 mm. Und das ist eigentlich die bessere Methode, auch aufwendiger, weil man halt die ausgeworfenen Stöpsel aufsammeln muss. Ja, hier sieht man sehr schön die Einstechtiefe, ja, so 12 cm. Der war jetzt ein bisschen anders eingestellt. Der war hier so auf 10, ja, auf 10 eingestellt, 10 cm tief sticht dieser Dorn in den Boden rein. Ich habe jetzt extra das Schutzgitter abgenommen, um den Kurbeltrieb schön zeigen zu können. Das ist hier halt der Kurbeltrieb und der sorgt dafür, dass immer abwechselnd diese einzelnen Spoons in den Boden stechen. Wir haben hier 12 Spoons, die wir hier eingebaut haben. So läuft das. Der läuft rückwärts. Und die stechen immer rein, raus, rein, raus, rein, raus. Die Aufnahme hier für die Spoons ist elastisch gelagert, dass sie nach hinten ausweichen kann, weil die Maschine sich ja nach vorne bewegt. Man jetzt diese schönen Cores, diese Zapfen, die man aus den Löchern rausgezogen hat. Thank you.
Ja, das ist schon eine ziemliche Monstergeschichte. Aber genauso soll das sein. Also man hat das Gefühl, man hat seinen ganzen Rasen zerstört. Aber das ist das Allerbeste, was man für Rasen tun kann. Jetzt ist mir leider hier eben eine Schraube rausgegangen. Da hat sich jetzt diese eine Strebe hier gelöst, hier die Feder. Die kommt da rein, da ist die Schraube raus. Das Gewinde ist ein bisschen ausgebrochen. Ah, mit Schraubensicherung. Damit die auch drin bleibt. Das sind immer die Sachen, wo man denkt, das darf doch nicht wahr sein. Aber wie gesagt, die Maschine ist jetzt 25, naja, fast 24 Jahre alt. Das ist ja auch schon cool. Dafür sieht die aus wie neu. So. Gut. Aufnehmen geht nichts über eine Schneeschaufel. Das ist das beste Werkzeug dafür. So. Das ist schon ganz schön ordentlich, was da rauskommt. Hier sieht man jetzt auch schön, was man mit der Kamera gut sehen kann. Kaum zu sehen, die Löcher hier. Kaum zu sehen. Hier sieht man es ganz gut. Ah. Alles mit Arbeit verbunden. Also von wegen, Rasen macht sich von selbst. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Wenn man da wirklich was erreichen will, muss man da richtig viel Zeit und auch Geld reinstecken. Das ist furchtbar. Nein, ist nicht furchtbar. Ja, das ist einfach so. Das muss man einfach wissen und akzeptieren, sonst funktioniert das nicht. Was total faszinierend ist, wie weich, ne, wie elastisch jetzt der Boden hier ist. Der ist richtig, der federt richtig, weil der so viel Boden rausgezogen hatte, der Refizierer. Hat man das Gefühl, man geht so auf so einem, ja, so einem Schwamm. Ich meine, das war jetzt nur die ganz kleine Fläche hier. Ja, schon erstaunlich, was da so rauskommt. Und ich habe noch nicht meinen ganzen Boden aufgenommen. So, jetzt braucht ihr so ein Rechen hier, das ist ein richtig schönes Teil. Der hat so eine schöne scharfe Kante. Damit kann man jetzt schön den Sand verteilen. Der Sand muss schön trocken werden, also
wenn es jetzt in den nächsten Tagen mal wieder sonnig ist, dann trocknet der Sand ab und dann immer wieder ein paar Tage lang mit dem Besen rübergehen. Entweder mit so einem Besenwagen, wie ich immer gebaut habe, oder mit so einem normalen breiten Besen, um den Sand tief in die Grasnarbe einzuarbeiten und möglichst auch viel von dem Sand in die Löcher reinzufegen. Ja, lieber Rasenfreaks, das war nochmal so ein bisschen ausführlicher das Thema Aerifizieren. Danke fürs Zuschauen, bleibt dran, ich freue mich auf das nächste Video und auf eure Kommentare. Euer Rasenfreak, tschüss! Yeah.